Empore, die Chefin von Montessori da. Also die Zwergenmützchen-Chefin sozusagen, tut sich das Glockenhaus wagen mit ihren Edelfrauen in ziemlich verdammt großer Zahl. Also, sie lässt wieder Neustadt leben, sozusagen. Ja. Auf Frommen zu ihr dürfen sogar die Einjährigen schon kommen. Aber es kommt mir in den Sinn, du hast ein voll motiviertes Ding, muss ich so sagen. Also, Edelfrauen in ziemlich fatal in voller Zahl und einige Kindergartenpädagoginnen sozusagen. Es ist wirklich ein Hit, die fahren auch mit da. Unsere Prinzessin, sehr fleißig, ich habe gehört, sie ist 2x30. Also. Sie ist wirklich am Wochenende eine wilde Hexe, ist mit High Heels unterwegs. Sie liebt schnelle Autos und junge Männer. Also, und ich kennt mich mit Männer jetzt. Also, die Helge ist eine aktive Edelfrau und es ist wirklich ein Hit, sie hält euch auch sehr fit, muss man sagen. Also, ja, sie schaut kaum schief, sie zahlt schon ein bisschen mehr wie ein Kollektiv. Also, ich würde immer ärgern, also hau an, Schneeberger. Nicht? Also, es wird nichts nützen, es soll dich unterstützen. Nicht? Also, du bist ja auserkoren, der Bürgermeister zählt hoffentlich zu den Sponsoren. Oder? Nein, das ist also, es ist kein Malheur, seid ihr momentan, ich glaube, im Verkehr. Glaube ich, mit einer, nicht im Land ist auch wieder. Kasematen, ich kann ich noch ein bisschen abraten. Nein, Entschuldigung, also, wie auch immer, also, tolle Ausstellung in Wiederneuf. Aber ganz wichtig, die Helga. Ich sehe an den Begier, die Helga ist heute hier. Die Nummer 1, ziemlich fatal auch im Hühnerstall gekehrt. Also. Ich will die Helga nicht pflanzen, sie tut auch gerne tanzen da. Und, ziemlich verwollen. Hier da ist sie sogar in Wien in der Olm da. Also, jetzt stehst du auf der Leiter, so wie steht in der Bezirkszeitung. Also, akkurat im blauen Blatt, im Bezirksblatt. Ja, bitte die Sachen nicht auf Facebook stellen. Also, sonst ist einiges verkehrt und hat sich jemand beschwert. Nein, wie auch immer, das behalte bitte nur für euch und natürlich für unsere Fische Helga. Ja, es kann nicht schaden, dass du alle, du hast dich eingeladen. Ne? Und mit aller Munde, ich gehört dazu, ich da die Runde. Ich war zu mir verdrossen, ich glaube, wir wollen auf die Chefin anstoßen. Obwohl du schon in Pension bist, glaube ich, oder wie auch immer, aber sie, wie ich sage, etwas enger, du bleibst immer länger. Gell? Also, wie auch immer, also, auch die Jungküken, die Jungdamen, dann also. Gut, es frasst, dann macht es einmal einen Master, gell, und dann gehen wir weiter. Nein, Entschuldigung. Vergesst es wieder. Gut, Eis auf unsere Helga, ziemlich feine Fälle, die blaue trinkt nur Räumerfälle da. Ja, ziemlich fatal, das ist ein bisschen spannend, also ziemlich vermessen, jetzt noch was zum Essen da. Ja. Rund und gesund, ich begrüße auch die Damen-Migrationshintergrund da. Also, kaum zu glauben. Ja, ist jetzt eine Multikulti-Partie, muss ich sagen. Ja, also das muss man in Wiener Neustadt schon sein. Gehört einfach dazu. Aber ihr habt, liebe Freunde, volles Rohr, ihr habt zumindest Humor. Ihr könnt miteinander gut lachen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Gut, also in der Zwischenzeit am. Was ist mit dem Tisch? Hans Edelmann liegt bei ihr auf der Lauer, sie schaut ein bisschen sauber. Macht der Wein, es ist wirklich deiner. Gell? Also, ziemlich fein, sie macht wirklich den Wein da. Gut. Jung Edelfrauen da, also es wird nichts nutzen, wenn ihr ein Plätzchen macht, das müsst ihr halt selber putzen da. Also. Gut, auf unsere Zwerg, auf die Zwergmützchen. Zwergmützchen, der Name ist ja schon interessant. Oder? Auf die Zwergmützchen-Chefin. Unsere keusche Helga. Was gibt es da zum Lachen? Also, unsere Edelfrau, von die Chefin, vor 20 Jahren gegründet, ziemlich fein, einen tollen Verein, muss man sagen. Und ja, durchgehalten und das ist zu Höhen und Tiefen gegangen. Aber wie auch immer, ziemlich heiter, es geht immer weiter. Gell? Und, also sie versteht den Schmäh, sie hat eine gute Idee. Also akkurat, Kinder gibt man halt auch ein bisschen privat. Gell? Also, ja, wie auch immer. Gut. Und ich grüße natürlich auch die Damen da. Hinter den Regionen und auch die Neulinge da, das schaut ziemlich neu aus, oder? Oder? Ja. Frisch, oder? Frisch, oder? Ja, schaust frisch gefangen aus, da. Also, ja, du kannst da lachen für das alles. Also, ja. Gut,
und ich bin jetzt auch die erfahrenen Damen, die Säulen, glaube ich, aber das ist dann eher, wenn man bei Chefin sitzt, glaube ich, das, zumindest darüber ist nicht. Ich glaube, die zwei sind sie, glaube ich, die Säule, glaube ich, der runde Pol auf jeden Fall, würde ich sagen. Die Frau mit Erfahrung, würde ich schon sagen. Die, muss man geschaut, dass die rechte Hand nicht. Also. Gut, auch glaube ich, die Damen haben auch schon Erfahrung. Das sind, liebe Freunde, sei wie sei, mindestens schon 10 Jahre dabei, oder? Ja, mindestens. Also, hoch die Becher auf unsere Helga, die Chefin von Zwerg Mützchen. Was tust du denn da? Also.